Außendienst an der Internationalen Raumstation. Die russischen Kosmonauten Oleg Nowitzki und Pjotr Dubrov waren am Mittwoch mehrere Stunden außerhalb der ISS tätig. Bei dem Einsatz wurden unter anderem weitere Vorbereitungen für den Wechsel von Modulen durchgeführt. Im Sommer soll ein neues Labormodul an den russischen Teil der Raumstation andocken. Die beiden Kosmonauten kontrollierten auch mehrere wissenschaftliche Experimente und Proben, die außerhalb der ISS angebracht sind. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA war es der erste Außeneinsatz für beide Kosmonauten. Und insgesamt der 238. Weltraumspaziergang zur Montage, Wartung und Aufrüstung der Raumstation.